Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel gegen den FSV Frankfurt am morgigen Freitag. Anstoß im Revierpower-Stadion ist um 18.30 Uhr. Bis dato haben wir für die Partie 7.200 Tickets abgesetzt. Also knapp vorausverkauft, ein bisschen Luft nach oben ist noch. Die Tageskassen öffnen 2 Stunden vor Spielbeginn. Einlass ins Stadion ist ab 90 Minuten vor Spielbeginn. Für das nächste Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf habe ich auch noch ein paar Zahlen. 2.300 Fans begleiten uns Stand heute dahin. Da geht aber noch bis nächste Woche die Verkaufsfrist und wir hoffen da noch auf weiteren regen Zuspruch für das einzig verbliebene Derby in der zweiten Bundesliga. An meiner Seite Sportvorstand Christian Hochstetter und Cheftrainer Gert-Jan Verbeek. An denen die erste Frage: Der morgige Gegner, der FSV Frankfurt, ist zum einen das beste Rückrundenteam und zum anderen das beste Zweitligateam im Jahr 2015. Die haben bisher noch nicht verloren und noch nicht mal einen Punkt in diesem Jahr abgegeben. Eine schwierige Aufgabe? Ja, natürlich. Die haben sehr gute Ordnung. Die spielen sehr kurz aufeinander und kommen schnell raus. Schon andere Fußball, als wir spielen, aber machen das gut. Also an uns, um das umzubeugen und mal sehen, ob wir erste Verlust bekommen gegen uns und dass wir gewinnen. Okay, besten Dank dafür. Dann seid ihr jetzt am Zug. Kurzes Handzeichen, Fabian reicht euch das Mikrofon und dann geht's los. Joachim Breul. Ja, wieder so. In Karlsruhe, Herr Verbeek, fehlten ja 10 Mann. Wie viel werden denn diesmal noch fehlen? Es sieht so aus, als wenn einige sich zurückmelden. Ja, das stimmt. Ich bin erst für das erste Mal eigentlich in der Luxusposition, dass ich Gespräche führen muss mit Spielern, wo ich sage, für dich kommt es noch zu früh und für dich ist jetzt so weit, dass du im 18 bist. Also ich habe Grigoritsch dazugefügt, ja, weil ich glaube, dass er schon fertig ist, um 20 oder 25 Minuten zu spielen. Und er bringt etwas extra, das habe ich gesehen diese Woche auf dem Training. Ja, es wird noch zu früh sein, um ein ganzes Spiel zu machen. Das dauert noch einige Wochen. Aber wenn er Spielminuten machen kann, wenn es den Zustand erlaubt, der Stand im Spiel, dann ist es schön für ihn, dass er da wieder dabei ist und Spielminuten machen kann. Und auch der Sage und Piotr sind auf dem Zurückweg. Und ich hoffe auch in kurzer Zeit, dass Fabian Holzhaus wieder dabei ist. Naja, und Patrick, das müssen wir von Tag bis Tag sehen. Und das geht auch richtig schnell. Aber es ist vor diesem Spiel noch zu früh. Und Anfang nächste Woche wird man sehen, wie es mit Patrick ist. Und man weiß, wie es mit mit Heiko ist es operiert, also das ist eine andere Sache. Nachfrage außerdem Grigoritsch, wer wird morgen schon definitiv im Gegensatz zum Karlsruher Spiel mit im 18er Kader sein von den Jungs? Folgt mir, habe ich nur eine Umstellung und das ist der Stanislav ist natürlich wieder zurück. Und Gregoritsch dabei und die anderen sind das ja letzte Woche. Philipp Rentsch. Herr Verbeek, Sie sagten vor Ihrem ersten Heimspiel gegen Braunschweig, da sind Sie neugierig darauf, wie die Fans reagieren. Wie fanden Sie das? Damals das erste Heimspiel hier, Sie haben das ja auch gewonnen und jetzt sind für morgen nur 7.200 Karten verkauft. Würden Sie sich da größeren Zuspruch auch von den Fans wünschen, denn die Entwicklung war ja jetzt in den letzten beiden Spielen auch positiv. Ich glaube, wenn wir so weitermachen und so spielen, wie wir gespielt haben, dass immer mehr Leute kommen werden. Also ich finde, dass nach dem 1:0 und 0:1 hier im Heimspiel, dass das Publikum hat reagiert, war enttäuscht und meine Gruppe hat da gut auf reagiert, hat sich nicht irritiert oder frustriert. Die haben mehr Dampf gemacht und das haben die Leute gesehen. Und nach dem 1:1 haben die voll hinter der Mannschaft gestanden und war eine tolle Atmosphäre.
Günter Pohl. Christian, eine Frage an dich. Wir haben die Zuschauerentwicklung angesprochen, 7200, obwohl die Leistungen deutlich besser waren. Könnt ihr euch einen Sieg überhaupt leisten, wenn ich daran denke, dass Peter Neururer beim Sieg wieder 10.000 Euro kriegt? Ja. Wird schwer. Ja gut. Aber er wird besser bezahlt als ich. Ja, in dem Zusammenhang, man muss ja nicht immer alles kommentieren, was in den Zeitungen steht, aber das kann man vielleicht in Madrid verdienen, aber nicht in Bochum. Wir können uns das schon erlauben. Der Trainer hat es ja gerade auch gesagt, wenn die Leistungen zu Hause wieder von den Ergebnissen und von der Art und Weise her so werden wie gegen Braunschweig, dann ist es eine Frage der Zeit, bis das Stadion wieder voller wird. Und die andere Geschichte habe ich gerade dazu was gesagt. Das gibt es in Bochum nicht zu verdienen, auch für den jetzigen Trainer nicht. Selbst für mich nicht. Ich habe noch mal eine Frage zu der Rolle von Terracino, der ja gegen Braunschweig zentral das sehr, sehr gut gemacht hat, dann aber überraschend, vielleicht auch den Eindrücken, die der Gegner im Vorfeld hinterlassen hat, geschuldet, dann außen gespielt hat. Bleibt es für uns ein Rätsel, wo er morgen spielen wird? Ja. Anschließend daran, oder kann es vielleicht sein, dass der Thomas Eisfeld Sie überzeugt hat, dass er im Zentrum vielleicht doch größere Stärken hat als auf dem Flügel? Nee. Es geht, ich habe euch probiert zu erklären, dass es nicht geht um ein System, sondern dass es geht um die Philosophie. Und dass man jedes Mal das Plan, was man hat, ja, ändern muss, weil jeder Gegner anders spielt. Die Frankfurter spielen ein ganz anderes Spiel als Karlsruhe. Also muss ich Gebrauch machen von der Qualität von meiner Mannschaft und die so gebrauchen, dass wir die meiste Chance haben, um eine gute Leistung zu machen. Und ich glaube dann, dass Spieler auf mehrere Positionen spielen können und auch spielen müssen, weil das im Vorteil vom Club ist. Also es geht nie um den individuellen Spieler, es geht immer um die Mannschaft. Ich habe ja auch schon erklärt, das ist erst der Club, dann das Programm, dann die Mannschaft und dann die Spieler. Ralf Kuczynski. Herr Verbeek, erwarten Sie einen Gegner, der im Bochumer Stadion auch versuchen wird mitzuspielen, oder erwarten Sie eher einen Gegner, der versucht, den VfL das Spiel machen zu lassen? Ja, die sind sehr erfolgreich gewesen, um den Gegner das Spiel machen zu lassen. Also ich denke nicht, dass der Trainer jetzt andere Gedanken hat. Also wir werden auch das Spiel machen müssen. Und sowieso ist das mein Ausgangspunkt, dass ich finde, dass wir müssen agieren und nicht reagieren. Michael Eckert. Vielleicht nochmal zurück zu der Flexibilität der Spieler, die Sie haben wollen. Aber könnte man nicht auch argumentieren, dass es für einen Spieler sozusagen optimal ist, eine Position eine Zeit lang zu bekleiden, um seine komplette Stärke rauszuholen, sein Vermögen? Sie sind ja nicht alle gleich irgendwo. Nee, gut, das stimmt. Das hast du recht. Ja, ich brauche da nichts hinzuzufügen. Was du sagst, das stimmt. Aber das Einzige, was ich nicht die Meinung teile, ist, dass das nur auf eine Position bestimmt kann. Es geht, dass der Spieler seine Qualitäten gebrauchen kann. Ja? Und das geht nicht in welchem System. Nochmal an den Trainer. Wenn Sie die laufende Trainingswoche rekapitulieren, war das eine gute Trainingswoche? Sind Sie damit zufrieden oder hakt es eventuell noch irgendwo? Ja, als Trainer ist man immer kritisch, sicher ich. Aber die Kritik ist positiv gemeint, weil ich die Spieler besser machen will. Ich will das, die Mannschaft besser machen. Also wenn dann einige Dinge nicht gehen, so wie ich mich vorstelle, dann lege ich das Spiel still und dann sage ich da etwas darüber. Und da bin ich sehr deutlich und bin ich anwesend, bin ich präsent. Aber das ist in meiner Idee ist das
ist das der beste, ist das die beste Weise, die Art und Weise, um die Spieler auch besser zu machen. Danach, wenn wir schon Streit haben über einen Moment, dann haben wir noch das Video. Und dann habe ich heute auch wieder vor dem Training habe ich den Training von gestern mit 3-4 Leuten angeguckt. Ja, und da habe ich wieder ein neues Training hergestellt. Und so macht man immer weiter. Ja, und die Spieler müssen auch sich bewusst sein, dass ich die Kritik nur gebe, ja, weil ich die besser machen will. Das ist positiv gemeint. Kritik ist nicht etwas Negatives. Man kann nur ab und zu sagen, der Art und Weise, wie man das macht. Ja? Und ich bin nicht einer, der viel lächelt. Das ist so, aber ich liebe die Jungs und es macht mir Spaß, wenn ich mich vorbereite auf die Training und wir machen die Übungen. Und wenn da was falsch geht, das macht mir eigentlich nichts aus. Es geht mir darum, dass ein Passfehler, das weiß ein Spieler selbst auch. Aber was ich nicht mag, ist, dass was wir abgesprochen haben, dass wir etwas anderes machen. Hä? Heute auch im Training auch im Anfang. Dann haben wir nur, sind wir angefangen und dann haben die so viel Energie gehabt, dass sie nur mit dem Herzen gespielt haben und nicht mit dem Kopf. Der Thomas, der hat gearbeitet wie unglaublich, aber dann hat er Dinge gemacht, die wir nicht abgesprochen haben. Und dann läuft es auch nicht. Dann sieht man auch, ja, dass der Gegner Chancen sich erobert. Und das können wir uns morgen nicht leisten. Also die müssen fokussiert sein. Was haben wir abgesprochen? Was ist das Plan? Ja, und dann werde ich ärgerlich. Dann sage ich auch, ey, so geht das nicht morgen. Da ist Frankfurt eine zu gute Mannschaft. Der ist zu gut organisiert. Ja, wir müssen das zusammen machen. Wenn wir alle 11 zusammenarbeiten, wenn da Solidarität ist in die Gedanken, ja, dann machen wir eine Chance. Fehlpassen, das passiert. Ja. Herr Beck, als Sie antraten, haben Sie ja gesagt, die Heimbilanz muss auf jeden Fall verbessert werden. Das ist notwendig. Der Anfang wurde gemacht gegen Braunschweig durch ein tolles Spiel. Jetzt folgen noch mit morgen 6 Heimspiele. Was wäre für Sie am Ende der Saison eine erfolgreiche Heimbilanz? Wären das jetzt 6 Siege oder würde man auch sagen, 5 Siege, ein Unentschieden kann ich auch mitleben? Oder gehen Sie immer davon aus, dass Sie sagen, ich will jedes Heimspiel bis zum Saisonende versuchen zu gewinnen? Und das können wir auch. Naja, wenn wir morgen gewinnen, habe ich schon verbessert. Also, ja, bin ich schon sehr stolz. Nee, natürlich nicht. Ich habe gesagt, ja, und das steht groß, ja, wenn man Bochum mit dem Zug anreist, dann lest man das schon, dass die dünne die Hose laufen muss. Und das war natürlich nur eine Ausdrückung, weil ich immer glaube, dass man zu Hause immer stark ist, dass man die 12. Mann da hat, ja, der Zuschauer. Und wenn man hier durch die Katakomben läuft und zum Platz, das muss etwas tun mit dir. Das muss dir extra Energie geben. Ja? Und dann muss man auch schon spielen, als bist du hier der Chef, da bist du hier der Boss. Ja? Ausstrahlung ist auch wichtig. Deine Persönlichkeit. Ja, wir gewinnen hier, da geht keiner weg hier mit Punkten. Das muss man ausstrahlen, das steht man schon mal 1-0 vor. Und ich habe eigentlich das nie anders so gefühlt und gespürt. Also auswärts ist schon so oft schwierig zu gewinnen. Ich habe schon mal eine Mannschaft trainiert, die hatte, glaube ich, eine Saison fast nicht auswärts gewonnen. Ja, aber zu Hause, ja, da muss man doch die meisten Spiele gewinnen. Also wir haben jetzt noch 6 Heimspiele, also die meisten finde ich, dass wir die gewinnen müssen. Egal, gegen wen wir spielen. Das Spiel in Karlsruhe wurde ja von allen Seiten gelobt, vielleicht bis auf die Torchancenverwertung. Es war, glaube ich, das Spiel in der zweiten Liga mit den meisten Torschüssen. Die beiden letzten Spiele von Bochum, Karlsruhe und Braunschweig waren die Spiele mit den meisten Torschüssen des VfL in dieser Saison. Zeigt das Ihnen eigentlich auch, dass die Philosophie wirklich jetzt schon zu, sag jetzt mal, zu 80-90% bei den Jungs im Kopf ist? Das weiß ich nicht, aber wenn die Statistiken anweisen, dass wir schon mehr aufs Tor geschossen haben als vorige Spiele, ja, dann spielen wir mehr nach vorne. Dann sind wir mehr in die Lage, um Torchancen zu bekommen und Torschüssen. Wenn man nie auf Tor schießt, trifft man auch nicht. Also man muss auch ein bisschen Glück mehr haben, aber
Wir spielen, glaube ich, schon mehr nach vorne. Ja? Wir reagieren nicht und wir agieren. Und dass es noch besser muss, das weiß jeder. Aber ich kann nur sagen, dass jede Woche sind wir einige Dinge, die wir trainiert haben. Ich bin jetzt beschäftigt gewesen, ihr habt das vielleicht gesehen, mit den Vorwärtsen. Wie spielen wir die an? Wie wirken die zusammen? Wie sind die Laufleinen? Und ja, man kann auch nicht in 5, 6, 7 Wochen etwas. Die Frankfurter haben schon das ganze Saison dasselbe Strategie gespielt. Ja, die haben schon länger aneinander gewohnt. Ja, diese Spieler müssen das jetzt 6, 7 Wochen mit einem Trainer stellen, der sehr kritisch ist, der sich selbst sehr große Ziele herstellt und jeder Spieler als eine Herausforderung sieht. Und das ist nicht leicht, das weiß ich. Aber wenn wir successful sein werden wollen, dann finde ich, dass das die Weg ist.